Haben Sie das schon mal gehört? Kartoffeln, Nudeln, Mehl, die nicht 1-2 Euro, sondern 500 Euro pro Kilo kosten. Warum sind die so teuer und heißt teuer in dem Fall auch gleichzeitig besser? Galileo auf der Suche nach den drei teuersten Grundnahrungsmitteln. Auf Platz 3 die Spaghettoni. Pro Kilo kostet die rund 17 Euro. Fast siebenmal so viel wie die Supermarktvariante. Aber wie kommt der hohe Preis zustande? Und schmeckt man einen Unterschied? Hergestellt wird sie in der Toskana. Genauer gesagt in dem kleinen Dörfchen Strada. Eine halbe Stunde von Florenz entfernt. Hier treffen wir auf Giovanni Fabri, Kopf des Familienunternehmens. Den hohen Preis für seine Pasta hält er für gerechtfertigt. Denn für ihn sind Nudeln eben nicht gleich Nudeln. Jede Pasta ist anders. Jeder Nudelhersteller hat eine andere Methode, die Pasta herzustellen und sie zu trocknen. Das ist etwas ganz Besonderes. Für mich hat jede Pasta einen anderen Geschmack, einen anderen Geruch. Komplett unterschiedliche Eigenschaften. Vor 125 Jahren gründen seine Vorfahren die Pastificio Fabri. Groß ist die Nudelfabrik bis heute nicht. Giovanni überwacht bereits in fünfter Generation die Geheimnisse der Pasta-Herstellung. Das Wichtigste? Die Qualität der Rohstoffe. Große Nudelhersteller verwenden oft nur ganz fein gesiebtes Mehl. Doch in dem sind so gut wie keine Nährstoffe mehr enthalten. Deshalb verwendet der Pasta-Pate ein spezielles Urkorn. Nur drei Mühlen in ganz Italien stellen das Capelli-Mehl her. Neben dem Geschmack ist es reich an Ballaststoffen und Proteinen. Das hat seinen Preis. Ein Zentner kostet rund 50 Euro. Doppelt so teuer wie normales Mehl. Im nächsten Raum befindet sich das Herzstück des Familienbetriebes, die Nudelmaschine. Über 40 Sorten können die Pasta-Spezialisten damit fertigen. Allerdings nur eine pro Tag. Denn die Maschine stammt noch aus Vorkriegszeiten. Das wahre Geheimnis hinter den Spaghettoni liegt jedoch in der Trocknung. Bei den großen Pastaproduktionen werden die Nudeln im Schnellverfahren bei Temperaturen von 100 Grad getrocknet. Doch das macht die Pasta hart und vernichtet jegliches Aroma. Deshalb trocknen die Fabri-Nudeln bei lediglich 38 Grad. Nur mit diesem speziellen Verfahren bleiben alle Nährstoffe und der Eigengeschmack erhalten. Als nächstes kommen die Spaghettoni in die Trockenzelle. Hier hängt die Pasta zwischen 4 und 6 Tagen. Ein echtes Slow Food. Das macht die Pasta einzigartig. Obwohl der Betrieb nur 5 Angestellte hat, verschickt Giovanni seine Pasta an Feinschmecker in der ganzen Welt. Auch bei uns im Supermarkt gibt es die Gourmet-Nudeln zu kaufen. Doch schmeckt die teure Pasta auch gleichzeitig besser? Giovanni nimmt uns mit in sein Lieblingsrestaurant. Stolze 18 Minuten braucht die Luxuspasta, bis sie gar ist. Das liegt vor allem an der Dicke der Nudeln. Fertig. Wir sind gespannt. Unsere Redakteurin darf die Spezialpasta probieren. Die Nudeln sind echt noch mal ein bisschen fester als so normale Nudeln, die man so kennt. Und vom Geschmack erinnern sie mich so ein bisschen an so Volkernudeln. Also echt recht intensiv, aber total lecker. Wobei ich auch glaube, dass das Olivenöl da ein bisschen was ausmacht. Mit ihrem intensiven Getreidegeschmack überzeugt die Pasta. Ein spezielles Trocknungsverfahren und handwerkliches Können machen die Nudeln zwar teurer, aber bei dem Geschmack lohnt es sich, mal etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Weiter geht's mit Platz 2 der teuersten Grundnahrungsmittel. Für diesen lilafarbenen Reis zahlen Kunden schlappe 30 Euro pro Kilo. Normaler Reis kostet oft nicht mehr als 2 Euro. Was also macht den Reis so besonders? Unsere Reise führt uns in den Osten von Thailand, nach Roi E. Inmitten der Reisfelder sind wir mit Neil verabredet, einem der Gründer von Siam Organic. Er will sich persönlich vergewissern, dass die Ernte gut läuft. Reisfeld neben Reisfeld.
Doch Lila sieht keines davon aus. Wo verstecken sich die teuren Körner denn? Wir müssen wohl genauer hinsehen. Der sogenannte Jasbury-Reis ist eine Kreuzung aus Jasminreis und dem für die Region typischen dunklen Yao Homnin-Reis. Daher hat er seine lila Farbe. Neben der Farbe hat der Reis sehr viele Antioxidantien, dreimal mehr als Blaubeeren. Deswegen nennen wir ihn den gesündesten Reis der Welt. Der Reis ist nicht genetisch verändert, reich an Vitaminen und mit Bio-Zertifikat. Quasi ein echtes Superfood. Doch auch super empfindlich. Beim Reisanbau kann viel schiefgehen. Insgesamt dauert es ein halbes Jahr, bis man den Reis ernten kann. Deshalb sagen wir in Thailand, lass niemals Reis auf dem Teller übrig. Im Prinzip unterscheidet sich der Anbau des Spezialreises kaum von dem für normalen Reis. Das kann den hohen Preis also noch nicht ausmachen. Einen Unterschied gibt es. Wir verdienen jetzt viel mehr als früher, als wir noch anderen Reis angebaut haben. Bei anderen Reisproduzenten erhalten die Farmer gerade mal 40 Cent pro Arbeitstag. Nicht jedoch beim Jasbury-Reis. Hier gibt es faire Löhne. Die Bauern verdienen bis zu 5 Euro am Tag. Nächster Schritt, das Ausdreschen. Hier immer noch Handarbeit. Auf dem Nachbarfeld machen es sich die Bauern leichter. Statt per Hand umzupflügen, verbrennen sie einfach die Reste der abgeschnittenen Reispflanzen. Nicht gerade gut für Ackerboden und den Geschmack. Neil will in den nächsten 3 Jahren die Zahl seiner Reisbauern von 2.000 auf 20.000 erhöhen. Mittlerweile haben die Körner einen eher braunen Farbton angenommen. In der Mühle wird die erste Schicht der Reishülle entfernt. So kommen auch wieder die lilafarbenen Körner zum Vorschein. Das Ergebnis der Mühle. Je dunkler das Korn, desto besser die Nährstoffe. 2 Stunden südlich der Plantage zeigt uns Neil die Sammelstelle. In der Verpackungsanlage wird der Reis nochmals gereinigt und sortiert. Das Unternehmen hat zwar klein angefangen, doch mittlerweile musste das Start-up seine Räume bereits mehrmals vergrößern. Ich bin sehr dankbar. Der Reis ist nicht nur gut für die eigene Gesundheit, sondern man unterstützt damit auch die Bauern und die Natur. Von hier aus macht sich der Reis auf den Weg in die Supermärkte und Online-Versandhäuser der Welt. Doch schmeckt der lilafarbene Reis wirklich anders oder sogar besser? Neil lädt unser Team zur Verkostung ein. Normalerweise ist Reis ja eher fad. Kann man machen. Ich finde, mich erinnert das ein bisschen an wie so eine Art Wildreis. Aber süßlicher. Also auf jeden Fall sehr lecker. Zart wie Jasminreis mit einem Hauch von Fruchtaroma. Feinschmecker essen den Reis auch ohne Soße. Und was den Preis angeht, Bio, Fairtrade und mit vielen Vitaminen, das scheint gerechtfertigt. Und auf Platz 1 der teuersten Hauptnahrungsmittel, eine Kartoffel. Aber nicht irgendeine. 1 Kilo der Bonotte kostet stolze 500 Euro. Aber wie kommt diese Summe zustande? Auf der französischen Atlantikinsel Noirmoutier sind wir mit Kartoffelbauer Laurent und seinen Söhnen verabredet. Willst du uns ein bisschen helfen? Klar! Auf den ersten Blick wirkt die Kartoffel ganz normal. Aber Vorsicht, die edle Knolle ist sensibel. Deshalb wird sie wie im Mittelalter mit den Händen ausgebuddelt. Die Handarbeit ist also ein Grund für den gesalzenen Preis. Die teuren Knollen dürfen nicht beschädigt werden, sonst fangen sie an zu gammeln. Normalerweise bleiben Kartoffeln bis zu 120 Tage unter der Erde. Die Bonotte wird jedoch schon nach 90 Tagen geerntet. Somit ist sie nur noch 2 Wochen haltbar. Ein weiterer Preisfaktor. Den Geschmack erhält die Edelknolle durch einen besonderen Zusatz. Seetang. Der Dünger zersetzt sich und gibt etwas Süße an die Knollen ab. Der Anbau ist streng limitiert. Jährlich ernten die Bauern nur etwa 40 Tonnen der Luxusknolle.
Deshalb bieten Gourmets bei Auktionen in Paris und Brüssel bis zu 500 Euro pro Kilogramm. Aber wie schmeckt die seltene Edelkartoffel? Auf dem örtlichen Bauernfest greift jetzt auch unsere Redakteurin zu der teuren Delikatesse. Hat richtig guten eigenen Geschmack und zergeht ganz zuckerweich auf der Zunge. Der samtig-cremige Geschmack lässt Gourmets das Wasser im Munde zusammenlaufen. Wer sich wirklich mal etwas gönnen will, sollte zugreifen. Denn manchmal hat Qualität eben doch ihren Preis.